Hip hip! Hussa! Hip hip! Hussa! Einen Whisky vom ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten Kredenz zu bekommen, passiert nicht alle Tage. In Mount Vernon können Besucher auf dem Landsitz von George Washington von dem Destillat kosten, das der berühmte Amerikaner auf seine alten Tage vor mehr als zwei Jahrhunderten gebrannt hat. Es ist sehr erfolgreich, vielleicht meine erfolgreichste Unternehmung, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Wir kommen wahrscheinlich auf 40.000 Liter dieses Jahr. Die Rede ist vom Jahr 1799. Damals erreichte Washingtons Whiskyproduktion einen Rekordwert, doch die Originaldestille brannte kurz darauf nieder. Mehr als 200 Jahre und 2 Millionen Dollar später ist die restaurierte Brennerei die jüngste Touristenattraktion im Bundesstaat Virginia. Für Brennmeister Dave Pickerill war es eine einmalige Gelegenheit, dem Schnaps auf historischem Boden nach altem Rezept zur Renaissance zu verhelfen. Der Bach und das Mikroklima hier sind entscheidend für die Herstellung von Washingtons Whisky. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass die Brennerei an ihrem ursprünglichen Standort nach Originalvorbild wieder aufgebaut wurde. Nur so können wir diesen Whisky wieder brennen. Das Originalrezept wird aufs Korn genau befolgt. 60% Roggen, 35% Mais und 5% Gerstenmalz. Für viele Kenner ist dieser Sonderbrand von Washingtons Whisky allerdings gewöhnungsbedürftig. Anders als andere Whisky-Sorten reift er nicht im Eichenfass. Wow. $85 kostet eine Flasche aus einer limitierten Serie von 471 Stück. Eigentlich ein Schnäppchen für einen Schluck amerikanischer Geschichte.